heute pflanzen wir einen Wasserspeicherkasten. Wie wir hier sehen, hat er einen doppelten Boden mit Wasserspeicher. Und jetzt werden hier noch die Dinge reingemacht, damit der Kasten nicht zu weit auseinander bläht. So, wir nehmen für diesen Kasten spezielle Balkonpflanzenerde, weil Balkonpflanzen sind Rennpferde und die müssen den ganzen Sommer über gut versorgt werden. In dem Kasten sehen wir Vertiefungen, die müssen mit Erde gefüllt sein. Das sind unsere Dochte, die das Wasser aus dem Speicher in die Erde hochziehen. So, jetzt fehlt uns noch der Dauerdünger. Den streuen wir jetzt auf die Erde. Wir haben jetzt den Kasten locker gefüllt bis oben hin und stellen uns jetzt die Pflanzen so, wie wir denken, dass wir sie pflanzen möchten. Wenn wir damit zufrieden sind, fangen wir dann an einzupopfen. Wir haben hier 3 Hängepflanzen und 2 stehende. Und das Ganze soll nach da vorne raus hängen, weil hier hinten ist unser Wasserstandanzeiger. So, jetzt vergessen wir nicht, kräftig anzugießen, wenn wir neu gepflanzt haben. Aber am Anfang noch etwas sachte, noch nicht den Wasserspeicher bis oben hinfüllen. Die müssen ja erstmal begreifen, dass sie Wurzeln machen. Und das ist die Halterung, wo wir sie dann an das Geländer bekommen. Und das ist variabel, passen alle Kästen rein. Universell einsetzbar.